Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Season 2 ist gestartet. Ein bisschen mit einem kleinen Schluck auf, mit einer kleinen Verzögerung. Es gab wohl Probleme, die Season 1 Charakter erstmal auf den Eternal rüberzubringen. Und als das geklappt hatte, gab es Probleme, die Season 2 zu starten. Deswegen haben wir so ungefähr anstatt einer Stunde Wartungsarbeiten, 2,5 Stunden Wartungsarbeiten gehabt. Und wir haben jetzt gerade 16:30 mitten in der Nacht und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch direkt mal was zu meinem Ersteindruck. Ich bin jetzt Level 47 und habe eigentlich nur 3 Dungeons direkt am Anfang gemacht, um mir meine Kodexe zu holen. Ein Stützpunkt, weil man als Druide ja hier Tyr Dulra braucht, um da seine Segen abzugeben. Und dann war ich eigentlich die ganze Zeit nur hier in der Bluternte und das ist auch mein Empfinden, dass Bluternte zu Beginn am meisten Erfahrung gibt. Erstens, die Gegner sind die ganze Zeit auf eurem Level, das ist sehr gut. Es gibt dort grausige Gaben zu holen und an der Bluternte selber könnt ihr mit der mit diesem Bluttropfen, die ihr habt, Wellen an Gegner holen mit am Ende 3 Bossen und das gibt richtig viel Erfahrung. Wenn ihr da vor allen Dingen mit mehreren Leuten rumlauft, würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall zu machen. Ihr seht schon oben rechts, ich habe gerade 28 von dieser Bluternte und 134 Schlüssel. Also Schlüssel habt ihr wirklich ganz, ganz viele. Weil es gibt überall hier in der Bluternte Kisten, die ihr aufmachen könnt mit den Schlüsseln. Hier zum Beispiel so eine Kiste. Und die Kiste, die hat auch immer seltene Sachen drin, hat Blutköder drin. Genau, Blutköder heißen die Dinger. Und was ich euch raten würde, ist auf gar keinen Fall die Kelche aufzumachen, sondern immer zu sparen. Entweder, wenn ihr alleine seid, auf 150 Blut Ernte. Blutköder, Entschuldigung. Oder wenn ihr halt zu dritt seid. Wir waren immer zu dritt und dann hat jeder mal 50 gesammelt. Und dann sind wir hier zu diesem Yoda gegangen. Und dann könnt ihr hier, hier und hier jeweils 50 reinpacken. Und dann kommen ganz viele Wellen an Gegnern. Das gibt richtig viel Erfahrung. Deswegen, das ist auf jeden Fall das Beste, was ihr machen könnt in der Bluternte. Dann habe ich schon ein bisschen hier was zu dem zu den Blutfertigkeiten herausgefunden. Also erstmal müsst ihr natürlich in der Questline ein bisschen fortschreiten. Das dauert ungefähr 10 Minuten, dann seid ihr weit genug, damit ihr hier im Startmenü mit L2 in die Blutfertigkeiten kommt. Und dann könnt ihr hier mit ausgeben, da bin ich gerade drüber, mit noch einer nächsten Währung, irgendwelche Blutsplitter, wenn ihr drauf drückt, per Zufall eine eurer Fähigkeiten erstmal freischalten und dann leveln. Ich habe jetzt die meisten schon auf Level 2 und ein paar auch schon auf Level 3. Also es geht wirklich super schnell, wenn ihr auf Weltstufe 1 bis Level 50 komplett nur die Vampir-Fähigkeiten hier levelt, dann solltet ihr auf jeden Fall alle auf Level 2 oder 3 haben. Es gibt 4 Stück, die könnt ihr nur mit Questlines freischalten. Das sind die beiden und die beiden. Also da müsst ihr dann Nebenquests für machen. Ob ihr die dann braucht oder nicht, müsst ihr euch selber anschauen. Ich brauche die für mein Druidenbild auf jeden Fall nicht. Dann ist ganz cool, dass es diese 3 Stempel gibt, womit ihr auf eure Rüstung Stempel drauf machen könnt, so wie ihr sie braucht. Das war ja in Season 1 leider nicht so. Wenn der Schmuck einen roten Sockel hatte, dann konntet ihr den nicht wechseln. Das geht jetzt hier. Ihr könnt hier die Sockel jederzeit wechseln. Außerdem habt ihr natürlich auch die Saisonreise. Bin ich gerade schon Level 25. Das geht relativ zügig. Ihr habt auch wieder hier die Saisonreise. Und ihr habt auch wieder die saisonalen Segen. Mit EP, verlängerte Dauer Elixier. Chance, dass in der Höllenflut ein zusätzliches legendäres Item aus der Truhe kommt. Dass euer Ross schneller wieder sprinten kann und die Menge an Jägerruhm, die ihr bei der Bluternte verdient. Urne des Bluts, ich glaube, diese ist total unnötig, das braucht man eigentlich gar nicht, weil bevor ihr da überhaupt die Asche habt, habt ihr die ganzen Fähigkeiten schon längst voll. Und was ich mega cool finde, ist, dass es jetzt hier überall diese Tafeln gibt, wo, da wollt ihr nicht runter, wo es diese neuen Missionen gibt, Jägerruhmbrett. Ihr könnt jetzt Jägerruhm sammeln, erinnert mich voll an Bloodborne. Und dann kriegt ihr hier auch wieder
verschiedene Belohnungen. Sind nicht wirklich der Rede wert, aber finde ich ganz cool, dass sowas dabei ist. Ich kann euch mal gerade zeigen, was da so rauskommt. Dann kriegt ihr hier solche Truhen. Könnt ihr aufmachen, da sind zum Beispiel 250 Obolusse drin und verschiedene Legis und so. Also wirklich eine coole Sache, dass ihr, wenn ihr in der Bluternte noch unterwegs seid, da nochmal zusätzlich was bekommen könnt. Und das ist es eigentlich rundum schon für die Season. Ihr könnt natürlich am Ende der Season noch den Lord Seer herausfordern, so wie war schon in Season 1 ist Lord Seer der Endboss von der Season Quest. Müsst ihr aber auch nicht unbedingt. Ihr könnt Lord Seer auch herausfordern, indem ihr Legion und Weltbosse besiegt. Ich bin jetzt bestimmt auch wieder live, wenn ihr mit dabei sein wollt und noch einen Clan sucht, dann kommt ran. Wir haben noch ein bisschen Platz. Sind jetzt 113 Leute, sind auch echt viele online. Ihr müsst überlegen, wir haben 16:45 in der Nacht. Ich muss aber ein bisschen leiser reden. Und es sind immer noch Leute online, weil Season 2 ist wirklich, macht echt Spaß. Ich bin gespannt, wie dann das Endgame wird. Ich würde mich sehr über ein Follow freuen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Da wird bestimmt noch das ein oder andere Video kommen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.